Sascha Blum. Sohn eines Stahlkochers und einer Stahlkocherin aus Norderney, konnte bereits mit 8 Jahren laufen und war mit 9 Jahren der jüngste Balletttänzer Deutschlands. Im Schwanensee brillierte der begeisterte Hobbykoch in der Rolle des liebeskranken Feuerwehrmannes Arthur Hopkins. Unvergessen auch seine tänzerische Interpretation des Vier-Mächte-Abkommens. Sascha Blum, ein Mensch, der neugierig macht, der aber immer wieder in Gerüchte verwickelt ist. Wir fragten einmal nach. Herr Blum, Sie werden von Paris bis London als Tanzpapst Nureyev II. Bezeichnet, als Bolschoi-Ballett auf 2 Beinen, als deutsches Schwebewunder. Ihre Kunst hat ja selbst mächtige Monarchen betört. So schenkte Ihnen König Leopold von Jordanien nach einer Aufführung geeiste Fleischtomaten. Königin Ludmilla von Schlesien bugte für sie eine böhmische Piroggentorte, verziert mit vergoldeten Kaninchenhoden. Prinzessin Petra von Paraguay bettelte sie auf Knien vergeblich um eine von ihnen geleerte Bierflasche an. Wie soll ich sagen, sie waren ein Star, sie tanzten durch die Welt wie ein Gott. Aber in jüngster Zeit tauchen immer wieder Gerüchte auf. Vom Berliner Ballettskandal ist die Rede, vom, Moment, Berliner Ballett? Aber da sind Sie doch Tänzer. Wie sind, ich war Tänzer am Berliner Ballett. Sie waren? Ich war, ich bin entlassen worden. Wie bitte, entlassen? Aber das ist ja unglaublich. Bitte warten Sie hier. Ich muss dringend weg. Empört fahre ich zur letzten Arbeitsstätte des Tänzers und frage Serge Sattler, dem Ballettchef und ehemaligen Vorgesetzten von Sascha Blum. Herr Sattler, warum haben Sie Sascha Blum entlassen? Ganz einfach, Herr Blum ist schwul. Ja, und? Ist das schlimm? Schauen Sie mal, ein Balletttänzer muss auch ein Vorbild sein für die Jugend. Außerdem will das Publikum ganz normale Tänzer haben und keine affektierten Schwuchtel. Und, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Was meinen Sie, wie geht's weiter? Ja, sind Sie schon bei einem anderen Ballett untergekommen? Als Schwuler im Moment, das ist doch vollkommen unmöglich. Ich spiele jetzt Fußball. Ja, da ist das alles viel lockerer und ungezwungener bei denen, ne? Die Manndeckung. Der kann gut mit dem Schiedsrichter. Seine Schwalben sind perfekt. Ja, er bringt einen selbstgebackenen Kuchen mit und hat der ganzen Mannschaft schon die Haare geschnitten.